Happy Birthday! Happy Birthday Star Wars! 40 Jahre Star Wars und unser Eins war mit dabei. 18 Jahre alt, im Kino, mit einer Super 8 Kamera, 3 Minuten im Test-Sequenz, weil man den Film mal testen wollte, in einem absolut dunklen Raum, nur beleuchtet durch den Film. Ja, wir feiern wie gesagt heute und wir haben also dank Internet, was sich 1999 auch nach vorne geschoben hat mit Episode 1, weltweit kann man sich jetzt informieren, weltweit kann man wirklich mit Fans sich unterhalten. Bei uns sind es halt 800, bei den Verrückten über 20.000, also sagen wir mal 3% der Weltbevölkerung, 3% sind Star Wars Fans. Ganz stark involviert oder halt nur einfach. Die Bilder, die ich da hinten einfahre, ist von einem Art-Künstler, der auch Star Wars mag und diese Star Wars Sachen bildlich als Art-Künstler. Er verkauft die Bilder zwar auch im Notfall, wenn einer sie haben möchte, in Arbeit. So, wir haben sie zur Verfügung gestellt bekommen, um sie für die heutige Sendung vorzustellen. Wir feiern jetzt 40 Jahre Star Wars und es ist der Rupert. Und ich werde auch gleich auf ihn nochmal näher eingehen. Seine Bilder laufen jetzt da hinten ab. Ich feiere heute war alleine, den vierten Tag. Er hat eine Ausstellung und da zeigt er dann seine Bilder. Und die hat er uns auch zur Verfügung gestellt. Und wir arbeiten auch jetzt daran. Am 25.05. feiere ich persönlich immer als Filmemacher Star Wars. Und am 25.05. schaute ich mir immer Episode 4 an. Und jetzt erst recht, dank Rogue One, dank den Schauspielern von Rogue One, dank diesem neuen Roboter bzw. Druiden, muss ich auch noch ablesen, bin heute ein bisschen müde hier, K2SO und JSO, ne? Hab ich ja richtig ausgesprochen, oder? Ja, Jyn Erso. K2SO, also K2SO Deutsch und Jyn Erso, Deutsch ausgesprochen. So, ich habe ja, wie gesagt, alles heute schon bekommen. Gleich kommt noch eine super Figur. Will hoffen, dass sie auch heute geliefert wird am Geburtstag von Star Wars, die ich euch dann in einem Unbox-Video auch zeigen werde. Ich versuche heute den Tag nochmal ablaufen zu lassen, mit euch zu feiern, den vierten. Und wie gesagt, Bilder zu zeigen, andere Sachen aufzuzeigen. Heute ist ja mal wieder Donnerstag, heute ist ja wieder Cobra 11 auch zu sehen für die Fans von Cobra 11. Wir sind ja nicht nur Star Wars Fans, wir mögen ja nicht nur die Figuren, wir mögen ja nicht nur die Episoden und das Ganze drumherum, Universe und so weiter und so fort. Wie gesagt, 20.000 verrückte Star Wars Fans, die alles Mögliche sich ausdenken, hier mit Papphut oder ihn hier als Schalke oder BVB Roboter. Also ich habe schon einige verrückte Sachen punkto Star Wars erleben dürfen, was so manch ein Kunde oder Fan, nur Fan. Ja, hier ist halt, hier kann man sagen, hier ist, stell ich es mal hier hin, so drapiere ich heute mal ein bisschen. Habe ich es heute hier mal so stehen. So, wie gesagt, Rogue One hat ja wirklich reingehauen. Rogue One hat ja wirklich Episode 4 aufgewertet. Und er macht ja wirklich richtig viel Spaß, irgendwie dabei zu sein, zu wissen, dass es auf diesem Planeten welche gibt, die dasselbe jetzt machen, wie ich es mache, in allen Sprachen. Und sich wirklich daran erfreuen, dass es das gibt. Und sich auch wirklich bedanken bei George Lucas, dass er sich das hat ausgedacht. Wer natürlich viel macht, ist Mark Hamill, der auch vieles für Kinder macht, Charity und solche Sachen. Und auf unserer Seite hier 100% Star Wars Fans. Deswegen gibt es ja auch diese Star Wars Fan Lounge hier und Fan to Fan. Und wie gesagt, viele Samstage haben wir ja hier schon Sachen gemacht. Und ich bedanke mich immer noch recht herzlich, dass Obi-Wan Kenobi sehr oft hier war, der Darsteller sozusagen. Aus einer Kostümgruppe und andere Kostümgruppen haben sich also auch schon angemeldet. Und wenn man Glück hat, dass sie wirklich sagen, komm, wir machen kurz mit, dann wird die Sendung am 25.05. sicherlich sehenswert. Die Sendung wird so oder so sehenswert, weil da wird jetzt vieles gemacht für den 25.05. Noch einmal beruflicher Fotofilmemacher, beruflich schon weit über 50 Jahren dabei, seit 1966.
und seit 1977 halt stark involviert in dem Thema Star Wars. Und es macht richtig viel Spaß, jetzt diesen Geburtstag zu feiern. Heute Morgen schon die Geschichte bei Mark Hamill sich angeschaut, bei Daisy Ridley und vor allen Dingen The Star Wars Show, ja, aus Orlando. Die Original, wo die Rebels zu Hause sind, Skywalker Ranch. Da wird ja auch immer die Sendung gemacht und die war auch fantastisch und diese Moderatoren sind ja auch sehr sehenswert, also richtig sehenswert und sie machen auch richtig tolle Sachen. Noch einmal da hinten, wie gesagt, rufe ich nochmal eben auf. Ich bedanke mich total und recht herzlich bei Rupert Schneider. Rupert Schneider, er hat mir auch eine E-Mail geschickt, damit ich das mal so vorstellen kann. Die Bilder, die jetzt da hinten so nach und nach ablaufen. Das ist der Rupert Schneider aus Mehring. Das ist, ja, wo ist das jetzt? Regensburg, Augsburg in der Richtung. Ich sag jetzt einfach mal Regensburg, Augsburg, München. So in diesem großen Dreh werden seine Geschichten immer präsentiert. Und die werden im Moment präsentiert in einer riesengroßen Ausstellung. Science Fiction. An alle Science Fiction Fans, wir mögen von Perry Roden, Orion natürlich auch. Also alles, was damit zu tun hat. Auch Guardians. Auch die Guardians, die heute ins Kino kommen. Ja, also die sind ja schon irgendwo gelaufen und da ist also schon einiges abgelaufen. Also ich lasse hier auch hin und wieder mal, oder hier mal schauen, dass ich das hochfahren von den Bildern. Da hinten lasse ich sie jetzt halt so ein bisschen ablaufen. Er hat uns einige zukommen lassen, die wir auch selber nutzen dürfen in einer hohen Qualität. Ich hoffe, es klappt am 25.05. mit diesen Bildern, weil ein Bild war im Test und es war etwas schwach, aber das kriegen wir schon hin. Und jeder ist, wie gesagt, herzlich willkommen in der Show dabei zu sein. Jeder Fan von Figuren, jeder Fan von irgendeinem Artikel. So, noch einmal. Wir möchten uns nur auf Figuren konzentrieren hier. Das soll eine Ausstellung werden. Von sehenswerten Figuren, die man nicht mal eben so bekommt. Ja, eine so eine viel, die hier nicht. Die kosten nicht viel. Das ist von Jack's, wie heißt die Firma? Irgendwann mit Jack Pacific. Die gibt es auch von Digitoys. Muss man auch drauf achten. Es gibt Hot Toys, dann gibt es jetzt Deal Toys, Jack Pacifics. Jeder sollte nach seinem Geschmack versuchen zu kaufen. So, wie gesagt, die Wackelköpfe, da bin ich jetzt nicht so ein Fan von. Mal schauen. Ich werde jetzt einfach nicht wahllos, also ich werde nicht wahllos Figuren einkaufen, werde auch nicht wahllos Figuren anbieten. Aber wie gesagt, dieser Shop soll ein reinweg Star Wars Shop werden. Und der soll von sich selber aus. Also das heißt, ich mache das ganz alleine. Nur bei den Sendungen würde ich mich freuen, wenn da einer mitmacht. Oder neue. So ähnlich wie The Star Wars Show würde mir dann schon Spaß machen, wenn da einer mitmacht. So, aber hier wird alles umgebaut. Wie gesagt, auffällig ist halt, dass das hier eine Star Wars freie Zone ist. Das ist richtig, eine Star Wars freie Zone. Viele sagen, was ist das? Wirklich? Die sagen, was ist das? Gestern auch, ich komme aus Düsseldorf, als ob es in Düsseldorf keine Star Wars Fans gäbe. Also, ja, ist okay, ist ein gewisses Alter. Wir haben natürlich heutzutage ein kleines Problem, das ist schon mal die Welt des Computers. Weil früher, wie der Computer so kam, interessierten sich nicht alle dafür. Heute werden wir fast gezwungen, alle es zu können. Ich hatte gestern etliche, die mit einem normalen Nokia-Handy, Motorola-Handy, so alt, wirklich so alt, das war noch richtig alt, also musste ich wirklich nochmal stoppen, ich musste wirklich zurück in den Ursprung, wo muss ich denn drücken, um nachzugucken, und dann musste ich erstmal erfahren, welchen Provider die haben, also wer der Anbieter ist, damit ich da überhaupt mache. Ich kenne zwar Geheimcodes, um festzustellen, was mit dem Handy los ist, aber ich weiß nicht, wer der Provider ist, ne? Da steht da E-Plus, ja, sind Sie jetzt ein echter E-Plus-Kunde oder sind Sie Aldi-Kunde, weil die Firma Aldi wieder einen anderen Ansprechpartner hat über L55 gegenüber E-Plus, und dann steht da irgendwie ja, ein auswärtiger Name, weil irgendein auswärtiger Laden das gemacht hat und der Kunde jetzt nicht versteht, warum plötzlich 39 Euro weg sind. Ja, dann haben sie 39 Euro mit vertelefoniert, so in dem Dreh. Aber machen wir das allen klar. Also, wir feiern heute richtig fetten Geburtstag und ihr seht, ich hatte zum ersten Mal richtig Zeit. Ich hätte an sich diese Sendung vorbereitet. Keine Chance. Da hatte ich wirklich keine Chance. Das war von morgens bis abends ging das. Und jetzt, wo wir richtig feiern, wo wir richtig den 4. haben, wo wir richtig sagen, Happy Birthday Star Wars, 40 Jahre, davon 30 Jahre
in der Promotion, in der deutschen Promotion für Kinos und Kaufhäuser und Spielwarenabteilungen gearbeitet. So, ich habe hier jedenfalls einen Fan, der das toll findet, wenn ich Spielzeug in die Kamera halte. Er hat recht. Er hat recht, das ist Spielzeug. Aber unter uns, dieses Spielzeug, na gut, jetzt könnte ich da auch nachspielen, ne? Du bist jetzt gesichert, müsste ich jetzt wirklich nachspielen, wo wir jetzt beim Nachspielen sind. Diese Figur kann man sich machen lassen, 1:1, ist kein Thema, aber der Preis trägt mal eben wieder 4.000 Euro. Ist halt so. Es gibt ja 3D-Drucker. In Düsseldorf gibt es eine Firma, da geht ihr dann hin, die machen euch jegliche Figur, die ihr haben möchtet, als Unikat für euren Raum. Kein Thema. Kostet halt horrendes Geld. So, wir feiern heute 40 Jahre Star Wars. Wir haben heute den 4. Juni und es macht richtig Spaß, ja, diesen Satz da dauernd vor sich her zu brabbeln. Baby, ne, you, möge die Macht mit dir sein. Ne? Ja, möge die Macht mit dir sein. Ich will hoffen, dass die Macht auch wirklich mit euch ist, dass ihr einen schönen Tag habt, dass ihr einen guten Tag habt, dass ihr Spaß habt. Also meiner ist okay, ich könnte an sich jetzt hier richtig feiern. Ne? Ist wirklich. Ich könnte jetzt zumachen. Könnte ich total entspannt. Ich meine, ich bin entspannt. Könnte ich jetzt sagen, wisst ihr was, heute mache ich gar nicht auf. Ihr könnt mich mal, heute ist dann mein Tag. Macht den 24 Stunden nur Star Wars Marathon, aber das mache ich leider immer am 25. Am 25.05. mache ich es und dieses Jahr habe ich richtig Glück, wenn ich auf den Kalender gucke. Richtig. Wenn ich dieses Jahr auf den Kalender gucke, ist das herrlich, ist das herrlich. Haben wir nämlich Frohleichnam, Happy Kadaver. Ja, also ist herrlich. Da kann ich nämlich am 24. schon anfangen, wenn ich will. Oder nein, ich mache es früh morgens am 25. mache ich da. Nur, okay, ihr merkt, ich muss dann die Sendung am 25.05. natürlich vorproduzieren. Und wer mitmacht, kommt rein, wir machen das, geht nicht anders. Weil ich an dem Tag wirklich feiere, ich feiere jedes Jahr am 25.05. Seit 1977 haben wir uns immer die Filme zu Gemüte geführt, Jahr für Jahr gewartet und dann, oh, zweiter Teil, dritter Teil. Und dann, komm, lass uns machen, alle, oh, ne? Ja, wir haben sehr oft immer diese drei besagten Teile geguckt und ich fand es sehr gut 1999, wie ich die Promotion nochmal machen durfte. Ja, ja, okay, den Jar Jar Binks habe ich leider nicht mehr hier, den werde ich mir sicherlich auch noch holen, auch wenn es eine verhasste Figur ist, soll mir egal sein, der gehört einfach dazu. Jar Jar Binks ist an sich Teil 1, 2, 3, also Jar Jar ist an sich der Held der Helden da, ist halt so. Tja, Mahlzeit, Grüße. Morgen. May the Force be with you. Möge die Macht mit euch sein. Jawohl. Also wie gesagt, Rogue One, ein Hammerteil. Jetzt haben wir also schon hier die Herrschaften gewechselt. Ich muss ja wieder unterbrechen. Also der Kunde hatte auch keinen Plan von. May the Force be with you. Nee, hat er nicht. Ist nicht so schlimm. Also hier auch wieder ein von Jack Pacifics. Kleine Ausgabe hier, First Order. Und da kommen wir eigentlich also auch schon zu unserem kleinen Thema. Ich mag ihn, den Poe Dameron. Poe Dameron. Ich meine, seine Uniform, ich überlege mir, also der Helm kommt ja demnächst auch raus. Kann sein, dass er heute auch rauskommt. Ich muss mich gleich mal durchs Netz wühlen, was heute alles neu rauskommt. Kommt jedenfalls alles neu raus im Jahre 2017. Also dieses Jahr kommt alles raus. Also Poe Dameron, Air the Force, Order hier. Yeah. Ich liebe Figuren. Ich habe auch Bock, mit Figuren zu spielen, aber dann nur in der Größe. Okay, Spaß beiseite. Ich werde natürlich auch versuchen, tolle Sachen zu besorgen, um noch mehr hier auszustellen. Nicht nur diese Figuren. May the Force be with you. Ist zwar eine schöne Geschichte. Und es macht auch Spaß, mit der ganzen Welt zu feiern. Und auch Zing Thorsten. Ja, Zing Thorsten. Danke. Er feiert nämlich auch. Ich begrüße alle Phil Dairichs, Rupert Schneider, Klaus Alte Tegeeier, Frank Wendler, der gestern Abend schon, aber leider schon vor der Zuhentüre war, der aber am 25.05. auch Geburtstag hat und das ist obendrein noch ein Feiertag, sehe ich ja gerade. Wow, da muss man gucken, wann ich mit ihm da irgendwie drehe. Er wollte nämlich mit dabei sein. Ja, Danny Joel Robinson, mit denen sprach ich auch zwischenzeitlich, noch sehr jung. Ist also, ich spreche jetzt erstmal unser Alter an, die mit 18, 1977 im Kino waren. Das war, wie gesagt, Klaus Alte Tegeleier,
Phil Deirichs, Frank Wendler, Martin Bienias, Zink Thorsten, Stefan Karl Weinsbach und natürlich Rupert Schneider. Rupert Schneiders Bilder laufen ja da hinten. Ja, ich finde es toll. Ich feiere jetzt mit euch The Force Day. Ich feiere jetzt mit euch Happy Birthday, 40 Jahre Star Wars. Und wir sprechen, ja, werden wir unterbrochen. Morgen, grüße Sie. Grüße Sie. Ich grüße mich. Ja, Force Day. Ich müsste wieder abregen. May the Force be with you, ne? Ja, so ganz kompliziert. Ja, ganz klar, hier, kannst du direkt ablesen. Hier. Ja, komm, ja. May the Force be with you. Ja, may the Force be with you. Ich hab's hingekriegt. Er hat's hingekriegt, Wahnsinn. Ja. So, wir ich machen hier. Am 4.5. kommt er hier zu Besuch und dann schaut er sich auch direkt die Figuren an. Ach, herrlich. Ich wollte eigentlich fröhlich weitermachen und wir wurden aber unterbrochen. Ach, er ist da, ne? Ja, genau, er kommt jetzt jedes Jahr Mai wieder. Ja, genau. Wie die Übersetzung bei George Lucas war. Ich habe mich jetzt einfangen lassen für den 25.5. komme ich dann auch wieder. Ja, genau. Am 25.5. feiert er seinen Geburtstag und wir feiern Star Wars. Und zwar 40 Jahre Star Wars. Und zwar am 25.5.1977 saßen wir alle im Kino. Und 40 Jahre danach sind wir alte Herren geworden. Und trotzdem machen wir das nochmal. Wir denken uns was aus. Wir werden uns was ausdenken. Ja, aber 77, da war doch auch irgendwas. Das habe ich meinen Führerschein, glaube ich, gemacht. Ja, auch. Ne? Ja, mit Star Wars zusammen. Ja, korrekt. Mit Star Wars zusammen. Ja. Genau. Ja, wir sind immer mit dem Plotter rumgefahren. Richtig, genau. Unten im Europa-Kino. Das war das größte Kino mit 300, ne, nicht 360 Grad, aber war Wahnsinn. War ein Wahnsinn. Du musst es immer so machen. Das war schon blöd. Wirklich. Ja. War ein riesen, wirklich. War das größte Kino, größte Leinwand Europas. Deswegen hieß das ja auch Europa-Kino. Fand ich nicht so toll. Ich saß wirklich ganz hinten. Ihr kennt ja die Curve. Heute heißt das ja Curve. Curve heißt das ja. Früher hieß das ja Cinematik. Ne? Die langen Dinger da. Ja? Ja, es da gibt ja immer wieder neue Namen. Ja. Richtig, die waren so dreigeteilt. Ja? Das kennt ihr. War auch wirklich dreigeteilt. Und hieß Cinematik. Dieses Riesenformat. Da haben wir dann Western gesehen in Cinematik. Also war schon nicht schlecht. Ja, wie gesagt, Besuch ist da. Am 25. wollen wir die Sendung machen. Wir haben jetzt gerade mal ein paar Sekunden Zeit, die laufende Kamera laufen zu lassen, weil wenn Kunden reinkommen, machen wir ja aus. Ne? Genau. Ja, war Zeit. War Zeit, haben wir gut. Musste man noch richtig Handarbeit machen. Ja, das sitzt nur noch am PC. Ja, genau. Ja, also wir haben gerade VBCU da angeguckt. Wir haben hier auch die stärkste Rüstung in Star Wars, Orbalisken-Rüstung von den Legends. Von den Legends, ne? Da müssen wir also dann also auch schon wieder. Aber ja, ich komme. So, Frank Wendler heute auch wieder zu Gast bei May the Force be with you. Möge die Macht wirklich mit uns sein und weiterhin ist Ruperts Sachen dort hinten zu sehen im Ablauf. So, jetzt sind wir bei dem nächsten Teil, wie gesagt, immer noch bei Rook. Ich habe mich immer noch gewundert, wie die gesprochen haben, die Herrschaften hier. Ob das Aliens waren oder eine Supertruppe. Ja, Rook One. Wird halt noch versucht zu sehen, ist ja auch frisch gekommen auf DVD, Blu-ray und in Steelbox und auch da ist nicht das wie im Kino, das Feeling, Tonqualität nicht so, kann sein, dass ich es vielleicht so empfinde, aber im Kino habe ich es anders empfunden, auch die Stimmen habe ich anders empfunden. In Deutsch gibt es sie als 5:1, in der Originalsprache gibt es sie als 7:1, Dolby Surround. War also gestern, kann sein, ich war ziemlich übermüdet, habe vorher mir noch ein paar andere Sachen angesehen und den ganzen Tag gearbeitet, aber es macht schon Spaß, Geburtstag zu feiern, 40 Jahre Star Wars, ist schon lustig, dass die meisten Kunden überhaupt nicht wissen, was es ist und wenn ich so denke, ne, 1999, der Teil 1 hier mit Darth Maul, der halt auch in die Geschichte eingegangen ist. Die Death Troopers sind halt noch nicht so ins Gedächtnis gerückt, kommt vielleicht noch, kann sein, dass sie noch mal verwirklichen, kann sein, dass sie noch mal irgendwie unterbringen oder dass es, wie gesagt, durch Rogue war, nur eine einmalige Geschichte war. Wie gesagt, Darth Maul war an sich als, ich rede vom Film, einmalig als Schauspieler anwesend und dann war er und nachher ging es bei Rebels halt weiter, da lebte er und so weiter und bei Clone Wars, also richtig sterben die nicht, alle nicht, also wie gesagt Leia, ja Leia kommt doch in 9 zurück, sie sind doch der Meinung und dann wird das halt auch, ne? Und in wenigen Sekunden, wie gesagt, werde ich mit Frank Wendler hier, Schauspielerei aus Filmpool, Blaulicht,
Blaulicht dreht gerade wieder. Übrigens, wenn ihr Frank Wendler seht, bei Blaulicht, Nachmittags, RTL und so weiter, das ist Film. Das ist Film und nicht echt. Ne? Kommen Sie rein, ne? Wir baden gerade. Ich unterhalte mich nämlich gerade hier mit den Kunden, beziehungsweise mit den anderen Kunden draußen rumgehen da. Sie baden gerade. Ja, ja, wir baden gerade. Baden, baden und sitzen. Ja, wir baden im Sitzen. Ne? Baden und sitzen, da verschwitzen, dann ist, genau, ist der Frank Wendler. Ich sagte auch gerade, wenn ihr ihn nochmal im Fernsehen seht, ne? Das ist Film, das ist nicht echt. Ne? Das hier ist jetzt auch echt, ist aber auch Film. Ja. Wir unterhalten uns nämlich über den Force Day, den vierten Tag. Heute feiern wir weltweit, sogar Herr Söder. Sogar Herr Söder hat gerade soeben, ist kein Scherz, hatte wirklich, könnt ihr ja bei Facebook. Ich war dabei. Er war dabei, wollte ich gerade sagen, er war dabei. Herr Söder, ja, hatte im Arm, hat er gesehen, hat er da den R2-D2. Während ich weggehe und den hole, wenn, ne, wir haben den ja schließlich auch da, den R2-D2. Da kannst du immer in die Kamera quatschen. Ja, ich soll in die Kamera quatschen. Ja, ja, zum Thema Echtheit und so, ja, da muss ich echt wirklich sagen, ja, das ist immer das Problem. Manche sehen an dem Fernsehen und meinen, das ist alles Tatsache, echt und nicht gespielt, aber wie gesagt, alles, was man so im Fernsehen sieht, meistens irgendwelche Geschichten, sind meistens nachgespielt. Also wie gesagt, nicht immer alles für ernst nehmen, aber obwohl es ja ernst ist, ja, jetzt fange ich schon an zu reden wie Armin. Ja. Ja, genau. Armin, du steckst mich wieder an. Ja. Ich komme wieder in mein Element. Ich meine, wir sind ja beide Zwillinge von Geburt an. Ja. Wir sind alle so aus dem Jahre ja, anno 1900 knack. Und genau, 1900 knack. Wir waren genau beide 18 Jahre, 1977, ja, da wisst ihr, wie alt wir jetzt sind. Genau. Ne? So, Herr Söder heute hatte ihn hier, Herr Söder, weil in München ist ja die Ausstellung. Genau. Ne? Wisst ihr, in München ist die Ausstellung, hat er ihn hier in der Hand gehabt. Wie gesagt, der ist ja echt hier. Wir werden jetzt, also R2 wird jetzt auch den vierten Tag einläuten hier. R2, Ground Control. Alright. Ja, wie gesagt, der ist echt. Der ist echt. Der ist echt. Ne, der fährt auch, wisst ihr ja, müsste ich hier vorne den Knopf drücken. Dann würde der jetzt fahren. Das lasse ich jetzt aber, sonst fährt er mir hier aus der Hand raus. Den kennt er ja, ne? Jetzt ist er aktiv. R2. R2. Ich schiebe den Kopf. Give me message. This is our most desperate hour. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. Thank you. Ja, habt ihr gehört? Ach, herrlich. Er gehorcht heute mal aufs Wort, aufs Kommando. Give me the message. Er tu? Okay. Ich mach was Neues. Na, give me a message. Okay. Also wenn ihr R2-Sprache könnt, die anderen können es, ne? Die kommen wunderbar mit klar, wenn R2 spricht, die wissen genau, was los ist, gib ihm da die Kommandos ohne Ende. Ich werde jetzt den Teufel tun, da jetzt Ground Control zu sagen, dann fängt er nämlich an zu piepen, sobald ich mich bewege. Sagt er, oh ne, macht er nicht, ne? Typisch. Ja, ja, er ist schon dran, ich habe ihn nämlich aktiviert, das heißt also, er würde anfangen hier zu fahren, er würde vor mir, hinter mir und so weiter, ne? Bevor R2 aber, ja genau, uns hier die Show stehlt, ja genau, mach ich noch laut, ne? R2, make music. Keine Lust, make music. Cantina. Nein? Also, ich finde es ja nett, dass er sofort leer gesprochen hat, fand ich toll, ne? Give me a message. R2, give me a message. Nee. Hat er keine Lust. Okay, oder give me music. Give me music. Nö. Also R2 hat jetzt keine Lust. Ne? Ist klar, aber ihr seht, der ist echt. Der ist echt. Bevor er, wie gesagt, die Show stehlt, machen wir aus. Ach, herrlich. R2. Ja, wie gesagt, Herr Söder hatte den halt auch und wollte nur sagen, nicht nur Herr Söder, auch wir haben R2. Ne? Und passt auch zu uns beiden hier. Wie gesagt, wir beide waren damals 18, wie wir da drin waren. Er hat gerade Führerschein, ich habe gerade Führerschein. Und dann ging er los. Er ging dann in die Welt der Musik. Und unser eins ging dann halt in die Welt hier, Film, Foto und so weiter. Passte ja auch. Er macht Musik, er wird fotografiert, er wird gefilmt, er wird auf CD gebannt. Unser eins wird auf Zelluloid gebannt und heute halt auf einen sogenannten Datenträger. Und ich freue mich gerade, dass wir flüssig sprechen können. Ja. Weil war nämlich gerade reichlich voll hier wieder. Ja genau, hier geht es ja immer nonstop rein und raus. Ja, das ist auch. Also das sind die Slapstick-Videoclips, die wir hier zwischendurch machen, damit ihr seht, dass es echt ist. Das, wie er schon sagte, alles was hier gedreht wird, ist nicht echt. Ja, also wenn da irgendwelche Blau, wie heißt die Serie nochmal? Blaulicht, ne? Blaulicht zum Beispiel. Ja, ja genau, Blaulicht. Oder ja, Ruhrpottwache. Die Ruhrpottwache, Blaulicht. Ja.
Ja, es gibt ja so ja, einige letzten, Sendungen halt, genau. Wie gesagt. Aber wie gesagt, das sind alles nachgespielte Geschichten. Genau. Halt. Also da müsste ich die anderen Schauspieler nochmal fragen, die hier waren, weil wir machen ja auch die Fotosession für sie, weil die neue Fotos brauchten. Sie war natürlich sehr stark geknickt, weil sie wurde für die hässliche Frau gesucht. Sag ich, nee, Frau, sei froh, dass du da überhaupt mitmachen darfst. Die Schauspieler nämlich verdammt gut und war aber, wie gesagt, ein bisschen knatschig, dass sie für die hässliche ausgesucht wurde und sie da mit einer bildhübschen da drehen hätte müssen oder hat sie. Demnächst werde ich sie nochmal fragen, wenn sie Zeit hat, springt sie dann nochmal vor die Kamera. Also ihr seid ja nun mal, wie gesagt, Nachspielende. Ne? Sie hat ja auch, wie gesagt, eine Rolle nachgespielt, die hat sie verdammt gut nachgespielt, muss ich sagen. Die hat sich wirklich ins Zeug gelegt und wir müssen allen Zuschauern sagen, dass das, wie gesagt, gespielt ist. Auch das Blut bei ihm war gespielt, das wurde extra da drauf gemacht, auch das Hemd und so. Ja, da gibt es halt die Spezialisten für. Und ja, genau, ja, die Spezialisten. Ja, heißt die eine genau, ja, genau. Ja, die Maske, wie man so schön sagt, mhm. Ja, dann kriegt die Maske. Und, kriegt dann auch die Maske. Ja, genau, genau. Richtig, genau. Ja, aber die machen es schon richtig klasse da. Ich meine, die haben das gelernt. Ja, die machen halt diese Dinge. Und ja, ist natürlich klar. Und von daher muss man sich dann auch überlegen, ob man wirklich alles spielt oder nachspielt, mitmacht. Man kriegt halt die Anfrage, machst du nicht. Und ja gut, aber es gibt vielleicht halt so gewisse Dinge irgendwo, wo ich sagen würde, okay, nee, bis hier noch nicht weiter, würde ich jetzt vielleicht nicht spielen. Weil immer wieder das Problem ist, die Leute, viele Leute nehmen das für wahre Münze. Die meinen, du bist die Person, die das gemacht hat und so weiter. Obwohl es nur gespielt ist, ja. Es ist zwar echt gespielt, aber das sind halt die Probleme, die da sind und da muss man sich dann schon mal überlegen, ob man wirklich alles spielt. Ja. Nee, ist sicher. Also wenn man davon leben muss, da frage ich mich auch hier Star Wars zum Beispiel, Mark Hamill. Gut, einige hatten halt auch Pech bei Star Wars, die werden bis heute nicht erwähnt, die aber trotzdem dabei waren. Ich finde es ja toll, dass hier R2, der Inhaber, also der da drin gesessen und ist leider auch verstorben. Die hatten halt Glück, die wurden, sind auf der Celebration immer ein und derselbe, aber es gibt ja auch noch welche im Hintergrund, so wie wir im Hintergrund arbeiten oder halt auch vor der Kamera arbeiten und nachher dann für bare Münze, nee, also wie gesagt, gewisse Täter sollte man dann nicht spielen, weil dann hat man ja wirklich Ärger. Ja, ja. Das ist genauso mit unseren Figuren hier. Ja. Wir sind ein Filmfiguren-Theater hier und wenn die Leute reinkommen, gewisse Filmfiguren sehen, ja, zum Beispiel Star Wars, das ist kein Scherz. Ja. Haben wir gerade noch einen, er ist heute live dabei, er kriegt heute live mit, wie die Leute darauf reagieren. Ja. Mal ein bisschen, warum gibst du so viel Geld aus? Ich meine, ja. Ne, so eine 1:1 Figur ist nicht billig, ist richtig, auch der hier war nicht billig. Ja. Der ich meine, man muss sehen, was Armin hier alles aufgestellt hat, alleine hier in den Räumlichkeiten. Das ist hier ein Sammelsorium, sag ich mal. Richtig. Kann man sich ein Auto verkaufen oder ein Haus? Muss man schon echt sagen, gut ja, ab. Also, ich habe ja vieles auch in den Filmen gesehen und vieles gibt es dann als Figuren hier ausgestellt. Also gut ab. Das ist ja auch eine Menge Bares, was ja. Er da investiert. Hast, ja. Richtig, genau. Ich kann auch, also wenn ich Glück habe, kommt ja heute noch eine Figur, die haut rein. Ich mache ein Unbox-Video und dann zeige ich euch das. Also wenn ich Glück habe an meinen sogenannten Force Day hier, dass dann auch die Figur kommt, die mir wirklich gefiel. Nach 2015 könnt ihr euch schon vorstellen, aus dem Film 2015 kommt Ray in ganz groß von der Firma Sideshow. Und wenn die kommt, dann freut es mich, dass sie dann demnächst hier in irgendeiner Vitrine stehen wird, denn die Vitrinen kommen auch noch. Ja, ist also wie gesagt. Also, ich habe jetzt 10 Jahre Zeit. In 10 Jahren machen wir beide als alte Männer die letzte Show und dann gucken wir mal, ob wir das Ding hier nicht alles verkaufen können. Damit so einen langen Bart gesunden hingeht. Ja, genau. So, richtig, Grey Bart. Ja. Ja, vielleicht kriegen wir dann auch Mark Hamill mit 78 hier hin. Ja. Der ist gerade mal 10 Jahre jünger. Ja, nur was? Der ist 2 Jahre älter. Ja, wir sind Mark ist 2 Jahre älter. Wir sind ja so in dieser Semestergeneration. Ja, Mark ist 60, wir sind 58. So. Ja, oder auch mit diesen ganzen Schauspielern, die unter den Masken waren, ja, die man ja nicht wirklich gesehen hat, die ja am Rande nur irgendwo vielleicht tatsächlich mal aufgetaucht sind und haben gesagt, okay, der spielt diese Figur und so weiter. Ist natürlich immer so eine Sache. Ich meine, leichter haben es natürlich diejenigen, die man auch so richtig sehen kann, ja, also vom Gesicht her auch. Der Wiedererkennungswert ist ja nun ein ganz anderer als immer hinter der Maske. Und genau deswegen habe ich früher immer gesagt, mit Maske. Ehrlich. Ja. Wenn Kamera, ich habe alles mitgemacht, aber in Maske. Das heißt, also ich war irgendwie verkleidet. So richtig erkannt hat man mich nicht. Einige haben dann gesagt, ich habe dich gesehen, okay, wegen hinten, also wenn du von hinten aufgenommen wurdest, dann ist er. Die Silhouette, einige kannten die Silhouette, sagten, du warst das. Ja, sag ich, okay, habt ihr mich wieder erwischt. Also heute, seht ihr, heute sind wir halt maskenfrei. Ne? Ja. Nimm mal die Maske ab, ne? Welche Maske denn? Ne? Hätte der andere auch gesagt, wer war das?
Diesen Namen auch wieder vergessen, weil er schon verstorben ist. Ja. Bülow, der Max von Bülow. Ja. Genau. Ne? Ah, Ödipus-Komplex, genau. Ja, aber das ist so eine Sache, dann auch damit umzugehen in der Öffentlichkeit, ja, wenn man halt bekannt ist. Es ist sicherlich auch nicht einfach, auch das muss man lernen, damit umzugehen. Ja, wie reagiert man auf die Menschen? Ich meine, ich habe es ja in gewissen Maßen auch schon selber erlebt, ja, man läuft dann über die Straße, wenn man eine Zeit lang wieder weg ist, dann gut, dann irgendwann wird man auch wieder so ein Stück weit vergessen, klar. Aber es ist natürlich eine Geschichte für sich, damit umzugehen. Ja, mit den ganzen Leuten, je nachdem, wie die auf einen reagieren. Meistens natürlich freundlich, habe ich bisher zumindest das Glück gehabt. Und das sind halt so Sachen, wo man sich halt auch Gedanken macht oder vielleicht viele andere sich gar keine Gedanken machen mehr. Also. Da ist heute so, die ganze Selfie-Zeit und Live-Sendungen und alles. Also wir machen es, wie gesagt, aus Spaß, weil wir Spaß daran haben. Wir verdienen damit leider kein Geld, punkten auch nicht, wenn 3 oder 4 geguckt haben, freuen wir uns. Ja, ne? Genau. Und das ist so, weil wir das, wie gesagt, auch Spaß machen. Wir machen das Ding an, obwohl wir schwer arbeiten. Weil wir haben jetzt ein paar Sekunden Glück, dass wir hier, ich muss immer schielen. Ne? Genau, man hat immer ein Auge zur Tür. Ja, ja, genau. Dass einer reinkommt, der kennt sich damit, wie gesagt, nicht aus. Und wir haben ja auch versprochen, wenn Kunden erscheinen, dann ist aus, dann ist Ruhe, dann wird da auch nichts gemacht. Weil wegen den Urheberrechten und so, wir haben ja damals Stromberg hier gedreht und da war aus Versehen eine Kundin da rein, da war direkt hier Ärger ohne Ende. Deswegen passen wir jetzt hier bei solchen Sachen erst recht auf. Ne? Und deine neuen Projekte? Ja gut, ich habe wie gesagt eine schöpferische Pause gemacht, wie ich so schön sage, um mich mal wieder ein bisschen zu regenerieren, wie man sich so ausdrücken kann. Und ich werde jetzt mal so langsam wieder irgendwie anfangen. Vielleicht mal die ein oder andere neue Produktion zu machen, damit verbunden Autogrammkarte, Video und so weiter. Ja, genau. Da können wir uns ja auch so ein bisschen austauschen. Der Mann hat ja hier alles am Start, wir können ja hier alles machen. Korrekt. Das hat also Obi-Wan Kenobi aus einer Hand. Also genau. Hier wird alles aus einer Hand gemacht. Ob Tontechnik, Videotechnik, bla bla. Bis hin Star Wars. Genau. Ja? Und vielleicht machen wir mal wieder irgendwas Abgedrehtes, kriegen wir wieder was im Kopf, wie wir schon mal gemacht haben. Ja, wir haben, oh ja, da war toll. Wir haben schon verrückte Sachen hier gemacht und wir haben riesen Spaß hier gehabt und den kann man auch nur haben, wenn man da mit Leib und Seele weiß und natürlich mit Freude macht, Spaß an der Freude. Und was kannst du eigentlich manchmal auch gar nicht planen. Wir machen einfach und dann ist gut. Ja. Richtig. Ja, also von daher, wie gesagt, ich bin nicht verschwunden. Ich werde auf jeden Fall weitermachen. Dafür macht mir viel zu viel Spaß, mich auf die Bühne zu stellen oder vor der Kamera zu stellen. Und von daher, denke ich, ist alles im grünen Bereich. Ja. Wir machen ja, wie gesagt, auch nur einmal im Jahr so eine Wahnsinns-Show. Weil jedes Jahr, jetzt erst recht 40 Jahre Star Wars, da macht es ja richtig Spaß, irgendwas zu machen. Natürlich hätten wir jetzt auch, aber das können wir den Kunden nicht antun, weil die Kunden fragen uns jetzt wirklich, warum wir den Teufel hier ausstellen. Ja, ja, ist wahr. Vorhin die Figur von Darth Maul habe ich ja gerade weggepackt. Wenn die den gesehen hat, den gehörten, wenn ich das höre, da ist ja der Teufel, sind ja Okkultist. Nee, bin ich nicht, bin kein Okkultist, ich bin noch nicht mehr so gläubig da oder was. Ich glaube immer noch an andere Geschichten. Nein, ich glaube nicht. Ich gehe auch nicht in die Kirche. Also wie gesagt, bin davon überzeugt, dass alles einen Sinn hat. Auch das hier. Irgendwo kommt das her. Irgendwie ist das in uns drin, dass wir daran denken, dass wir irgendwie von irgendwo kommen, irgendwo wieder hinwollen. Irgendwie so. Ja, ich sehe es ja auch so irgendwo, ich sag mal, das, was alles entsteht ja aus der Fantasie des Menschen. Ja. So, und jeder hat irgendwelche Fantasien. Die muss er auch herkommen. Die werden umgesetzt. Bettex und Mondfahrt, ja. Bestes Beispiel, fing ja an mit Raumfahrt und Co. Früher alle belächelt, ja, so ein Blödsinn. Ja, und ein paar Jahre später, dann sind sie zum Mond geflogen. Und für mich ist sogar auch vorstellbar, dass ein Teil der ganzen Science-Fiction-Geschichte irgendwann auch real wird. Mhm. Ja, also oder schon real war. Oder auch schon war, wir wissen es ja gar nicht. Ja, nicht nur vergessen. Ja, oder vergessen, man weiß ja nicht, wie man ihn zugedröhnt hat oder wie auch immer. Wir wissen ja gar nicht mehr, wo wir herkommen. Und, also, es gibt ja also tausend Theorien. Die Erde ist gerade mal 13 Kilometer tief erforscht worden. Ja. Das war's. Also man hat 13 Kilometer hat man gebohrt und hat man es sein lassen. Ja. So, und ins All sind wir schon sehr weit vorgedrungen. Wir haben jetzt eine zweite identische Erde irgendwo da gesehen. Kommen wir nur nicht hin, weil es zu weit weg ist. Die anderen sind ja von der Hohlerde. In der Hohlerde sind verschiedene Erden und Parallelwelten und so. Ja, es gibt ja tausend Theorien und jeder hat seine eigene und ich sage immer so schön, wir wissen eigentlich alles, aber doch gar nichts. Ja. Also von daher ist alles möglich, alles denkbar und
Ja, wie soll man es anders formulieren, ja. Das ist richtig. Vielleicht waren wir ja auch schon ein paar Mal da, auch mit den Parallelwelten, diese Filme. Die sind ja irgendwo aus der Fantasie des Menschen entstanden. Ja, das ist parallel. Vielleicht gibt es die ja schon. Ja, genau. Weil woher kommt manchmal die Fantasie? Genau. Ja, also. Notre Dame zum Beispiel, die, ja. Was der sich da, oder Da Vinci plötzlich, richtig. Da geht in, angeblich in irgendeine Höhle und kommt mit so viel Wissen zurück. Ja. Ist mythisch, kann sein. Das ist auch mythisch. Ja, also, auf der anderen Seite, wenn man überlegt, dass man nur ein paar Prozent des Gehirns nutzen, wie durchgedreht müsste wir sein, wenn wir 100 nutzen könnten. Ja, 100%, ja, genau. Also auch da, wer weiß, warum das alles so ist. Irgendwo hat alles seinen Grund, denke ich mal. Vielleicht sind wir hier auf der Erde als Prüfung oder wie auch immer. Also man kann da rumhirnen, bis der Arzt kommt, sage ich. Deswegen ist Star Wars an sich ein wunderschönes Märchen, das Star Trek davor, 1966, also in den 60er, 70er Jahren, natürlich der Hit war, ist klar, weil zum ersten Mal alle Menschen miteinander, was vorher ja nicht war, wir wissen, wie Amerika war, drauf war, ja, dadurch sind die, so in 79 ist es so lange abgeklungen, weil plötzlich Star Wars dann irgendwie übernommen und dann, ja, Tracks gibt es immer noch, aber nicht mehr so, also man hat natürlich jetzt 50 Jahre, letztes Jahr 50 Jahre Star Trek gefeiert, das ist richtig. Aber ich glaube, wenn der Knaller kommt mit 50 Jahren Star Wars, ich glaube, der übertönt alles, zumal es dann ein Resort gibt ab 2019, wo wir hin könnten, wenn wir das Geld jetzt über hätten, nach Florida. Ja. Ne? Dann gibt es ein reines Resort, da kannst du nur noch Star Wars machen vom Morgen. Ja. Ich war auch immer begeistert von der ganzen Geschichte, von der ganzen Materie. Die Art auch, wie das verfilmt worden ist, wie das gemacht worden ist, das ganze Handwerk dahinter. Das ist ja eine Wahnsinnsarbeit, das muss man ja auch mal sehen. Als Laie sitzt man dann vor dem Film, guckt sich das da an. Ja. Aber wenn man mal sich die Mühe macht, mal darüber nachdenkt, wie sowas entstanden ist, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ja. Wenn auch viel mit Trick gearbeitet wird. Heute mit der Technik sicherlich auch ein bisschen einfacher und so weiter. Aber selbst zu der Zeit, vor 20, 30 Jahren, oder Raumschiff Enterprise, ja, war ich genauso begeistert von. Ja. Mhm. Das konnte man sich angucken, man war irgendwie ein bisschen gefesselt. Ja, ich bin ja auch ein Technikfreak und so. Mhm. Ja, und dann denkst du auch, wie machen die das und. Ja. Aber das ist einfach eine Materie, die mich auch heute noch begeistert und auch gerne noch angucken kann. Selbst Filme, die schon 20, 30 Jahre alt sind. Oder noch älter, ja, Perry Rhodan, ja, in den 60er. Man muss sich einfach nur vor Augen führen, sich in die Zeit zurücksetzen, wo das gemacht wurde. Ja. Und dann findet man selbst das gut, ja. Also ich jedenfalls. Ja. Ist, ja. Hi, Grüße. Ja. Ja, müssen wir unterbrechen. Ist klar. Am 14. Mai, heute haben wir den 4. Mai, also in 10 Tagen wird gewählt, ist auch noch obendrein Muttertag. Ich habe gerade Gänsehaut, weil meine Mutter da ja, zu dem Zeitpunkt schon 4 Wochen verstorben ist. Aber ich habe gerade Post bekommen von Herrn Laschet, mein Namensvetter, Armin, von Armin Laschet, der dann geschrieben hat, ja, warum sollte man die CDU nicht unterstützen, denn Nordrhein-Westfalen ist reichlich an die Wand gegangen, ne? Also Originalunterschrift, ne? Von Armin Laschet, CDU, ja, warum soll man ihn nicht unterstützen, also, ja, jetzt haut mich nicht, weil ich die CDU unterstütze, ich bin Unternehmer, ja, logisch. Ich bin aber kein Kapitalist, ich bin einer von euch und werde auch einer von euch bleiben. Aber ich bin nicht einverstanden mit Rot-Grün, weil ich habe nichts gegen Frau Kraft, um Gottes Willen, ich finde sie toll. Aber ihre Politik ist irgendwie schräg gelaufen mit den Grünen zusammen. Gehört an sich zum Forst Day nicht, aber Krieg der Sterne etc. Wir feiern und da sollte man das irgendwie so dazwischen nochmal packen. Ich habe mich auch gefreut, dass Frank Wendler da war. Wie gesagt, die Sendung am 25.05. werden wir uns wirklich uns was ausdenken, dass irgendwie was Spaßiges am 25.05., wenn Star Wars wirklich 40 Jahre alt geworden ist, wenn Star Wars wirklich in Los Angeles die große Party macht, dass wie With You da dieses Force, was sich anhört wie Vierter, ist ja, wie gesagt, einfach ins Leben gerufen worden. Auch Spaß. Und Dollerei. Also wie gesagt, ich unterstütze Armin Laschet, CDU, mache ich öffentlich. Ihr müsst mich jetzt nicht hauen. Aber irgendwie muss es ja mit Nordrhein-Westfalen mal weitergehen. Die Stadt Essen hat auch eine CDU-Regierung. So schlecht ist es nicht. Muss man einfach mal dabei sein. Natürlich, so richtig lustig ist es nicht, weil die Herrschaften vieles versprechen, aber leider nicht halten. Ich hatte ja gerade, wie gesagt, den Spaß mit Söder. CSU, die können wir nicht wählen hier in Nordrhein-Westfalen. Ich finde es ja toll, dass Söder auch Star Wars Fan ist und den Force Day halt auch. Und er war natürlich
in der Ausstellung in München, versteht sich, jawohl. Wir waren ja alle im Jahr 2015 hier in Köln in der Ausstellung und haben uns alles angesehen. War ja eine tolle Geschichte. So, heute The Force Day, May Be With You, möge die Macht mit dir sein, Krieg der Sterne etc. pp. Und wie gesagt, es läuft alles ganz normal. Wenn dennoch einer von euch, auch wenn ich ein Unternehmer bin, auch wenn ich Geschäfte zu führen habe, fühle ich mich immer noch verbunden mit allen. Ich fühle mich verbunden mit den Kunden, real. Ich fühle mich verbunden mit allen Star Wars Fans auf diesem Planeten. Bin nur ein bisschen traurig, dass wir hier in einer sogenannten freien Zone, denn wir haben hier auch ein Museum, ein Ruhr-Star Wars Museum. Kein Scherz, haben wir. Und da weiß auch kaum einer was von. Ich bin jetzt darauf aufmerksam geworden, weil die da ziemlich, also die verkaufen gerade 198 Figuren von den 12 Inch. Warum sie das machen, weiß ich nicht. Müsste ich mich mal kundtun, mal Kontakt aufnehmen und nachfragen. Und das werde ich jetzt auch gleich tun. Und sollte da irgendwie eine Positivität sein, dann werde ich das auch hier gleich aufs Video bannen. Dass ich jetzt hier so einen Abschluss mache, heute am 4.5. möge die Macht mit dir sein, den Tag der Tage, der interne Star Wars Day. Ja. Hallo, Grüße. Hi, guten Tag. Ich feiere mit euch allen, visuell, online. Aber hier real feiern wir nicht, weil hier real keiner Star Wars Fan ist. Hier ist keiner. Ne? Aber egal, wir feiern. Ich finde es toll und ich freue mich schon am 25.05. Und ich werde mir, gestern habe ich es nicht mehr geschafft, gestern hatte ich ihn aufgelegt, Rogue One. Und naja, hat nicht geklappt, ich war müde. Aber heute werde ich mir Rogue One aber in 2D anschauen, dann sind die Augen noch nicht so müde. Ich meine, man hat zwar ein Home-Kino oder ein, ne, aber mir ist aufgefallen, das fand ich jetzt, naja, ist halt so. Im Original 7.1 Dolby Surround, in Deutsch 5.1 Dolby Surround, etwas mager abgemischt, auch die Stimme nicht so. Ja, also ich war im Kino, hatte ich ja auch dem Klaus, der Obi-Wan Kenobi Darsteller aus dem Kostüm-Club, im Rhein-Ruhr-Zentrum hier in Mülheim an der A40, haben wir Cinemax und da sind 18 Kinos und die sind wirklich auch modernst, auch große Menschen, schwere Menschen. Also ist richtig mit Rüttelstuhl, ja, der sich richtig bewegt und so. Ist also schon ein sogenanntes 4D-Kino. Und kann sein, dass es jetzt an diesem Klang gelegen hat. Es war ja auch voll 4K, 9.1 Dolby Surround, aber die Darsteller, die Stimmen, ich weiß nicht, ob das bei euch auch aufgefallen ist, aber die Stimmen auf der DVD sind etwas anders oder irgendwie so nicht so dynamisch. So mit der Sprache. Ne? Also irgendwie auch anders geschnitten. Es wäre nämlich auch aufgefallen, ein Amerikaner sagte nämlich auch, dass seine DVD anders geschnitten war. Ja, also man muss schon aufpassen. Also die Kinofassung ist dann wieder anders wie die DVD- bzw. Blu-ray-Fassung. Also ist schon schade, dass wir nie das bekommen oder wenn wir es haben möchten, muss man dann immer warten, dann kriegen wir wieder eine abgespeckte Version oder eine Mastercut-Version oder eine Spezialversion, ja. An sich hätte ich mir schon gewünscht, dass Star Wars so bleibt, wie es ist. Ich meine, Star Wars 1 wurde in 3D, in manchen Kinos bin ich natürlich jetzt nicht reingegangen, hätte ich mir vielleicht angeguckt. Aber ich hätte auch gern zu Hause in 3D gesehen. Ich werde wohl den 3D-Modus schätzungsweise auch beenden, weil irgendwie bin ich damit nicht so zufrieden. Ich bin ein IMAX. Ich komme von IMAX und IMAX hat, ist klar, wenn man jahrelang mit IMAX zu tun hatte, wollte man das auch zu Hause haben. Ich habe viele Filme von IMAX zu Hause, die also wirklich auch so rüberkommen, ja, in ihrer Dynamik, in ihrer Farbe. Also es kommt richtig rüber, es macht schon Spaß. Aber diverse andere, also nicht alle Filme, die in 3D auf Blu-ray angeboten werden, sind 3D wert, gesehen zu werden. Dann lieber in 2D schauen. Das macht dann irgendwie mehr Spaß. Also mir ist aufgefallen, ob das die Star Trek Filme sind oder Star Wars Filme sind, die jetzt in 3D angeboten werden.
ist also nicht das, was ich mir unter 3D vorstelle, dann schaue ich es mir lieber in 2D an. Ja, das wollte ich an sich auch noch auf den Weg gebracht haben heute. Ich weiß nicht, wie ihr heute gefeiert habt. Ich hoffe, ihr habt gut gefeiert, so irgendwie, und wart mit irgendwelchen interessanten Menschen zusammen, die sich auch damit identifizieren konnten mit Star Wars. Also hier war halt nicht. Ist eben nicht. Nö. Also wie wir 2013 die Convention hochgefahren haben, hier in der Messe Gruger, knappe 30.000 und viele, die dann hier hinkamen und sagten, hör mal, musste das so teuer sein? Der Eintritt 50 Euro. Ja, das ist eben so. Ja, und dann die ganzen Autogrammkarten, es hat schon Geld gekostet. Ich meine, ist ein Hobby. Das ist wichtig. Ein Hobby. Jeder weiß, wenn er ein Hobby hat, egal welches, es wird teuer. Für mich persönlich, jetzt in meinem Alter, wie gesagt auch vom Frank Wendler, dem Schauspieler, auch, wie gesagt, wir waren ja mit 18 in dem Kino damals und ich finde es ja auch toll, wenn wir die Sendung machen, dann feiert sogar Frank Wendler seinen Geburtstag. Und finde ich toll, also, ne? Und ich bin leider einen Monat später dran, aber egal, nicht so wichtig. Ja, Krieg der Sterne, Star Wars Day. Ja, keine Ahnung, ich werde auch heute Abend gucken, ob da was im Fernsehen gelaufen ist. Heute Morgen sollte im ZDF volle Kanne was laufen über Star Wars. Muss ich gleich mal in der Mediathek sehen. Wie gesagt, viel Zeit haben wir ja leider nicht. Das bekommt ihr ja mit, dass wir während den Spots, die wir hier so versuchen zu drehen, aufhören müssen. Wie gesagt, das ist Pflicht, weil Kunden, wie gesagt, nicht ohne Genehmigung vor der Kamera laufen. Ja, genau. Unsere jüngsten Star Wars Fans, um die 9 Jahre alt, Wochen, Monate nicht gesehen, vielleicht wohne ich schon gar nicht mehr hier, mag sein, sollten die Maurice und der andere junge Mann, der hat sich nie vorgestellt, aber die waren immer Feuer und Flamme hier, wenn sie sich diese Figuren angeschaut und wollten auch immer wissen, wer sind die, was haben die gemacht, woher kommen die und so weiter und so fort. Ich finde es ja toll, wenn man analysiert, wo Mark Windu herkam. Mark Windu war auch ein Kind, das abgegeben in ärmsten Verhältnissen, und ein Jedi-Master hat ihn mitgenommen und hat aus Mark Windu dann und so weiter. Man wollte wissen aus Grievous, wer war denn Grievous? Grievous war ein Echsenwesen, das und so weiter. Man hat alles erklärt, aus der Tiefe geholt. Ist schon zwischendurch sehr interessant, wenn solche Fragen gestellt werden und wir die dann auch beantworten können. Machen wir gern, warum auch nicht. Wir Erwachsenen sehen das ja eh alles anders. Ich finde es super toll, wenn welche kommen. Wir können wirklich philosophieren. Also es gibt so viele Star Wars Sachen. Vom Schlüsselanhänger, Bierdosenöffner. Das hat aber nichts mit uns Filmemacher zu tun. Wenn, dann wollen wir authentisch sein. Auch einen Fanfilm drehen. Aber nicht mit Bieröffner und sowas, sondern alles normal. Man müsste dann natürlich die Kulisse aus irgendwelchen mittelalterlichen Sequenzen nehmen, die dann hochmodernisieren und dann darin arbeiten. An sich ist Star Wars ja wie eine Ritterschaft, wie Ritter, richtige, echte Ritter, nur halt nicht mit einem Schwert, sondern halt mit diesem Lasersaber. Deswegen an sich, ich meine, George hat es ja wunderbar verpackt. Er hat das Mittelalter mit der Modernen und das Kosmische und das, was in uns schlummert, die ganze Sci-Fi-Sache, die in uns schlummert, hat er ja sowas von zusammengesetzt, dass es so viel Spaß macht, dabei zu sein. Und jetzt, wie gesagt, ich arbeite jetzt erstmal an der Sendung und dann jedes Jahr machen wir das, am 4. und am 25. Halt in 10, in 11 Tagen sozusagen wird alles wieder abgebaut. Es ist fast wie Weihnachten. Mal schauen, wie die Kunden dann darauf reagieren, wenn plötzlich hier alles wieder weg ist. Diese Star Wars Base bleibt, die Stammtische bleiben. Jeder, wie gesagt, der eingeladen ist, darf weiterhin vorbeischauen. Ist überhaupt kein Thema. Ich werde mich jetzt gleich mal mit diesem Ruhrmuseum unterhalten, dieses Star Wars Ruhrmuseum. Werde ich gleich mal Kontakt aufnehmen, mal schauen, was dabei rauskommt. Ne? Also, wir haben eine Menge. Beste Museum ist München-Gladbach, ja, Thomas. Also, da geht kein Weg vorbei an der Berliner Straße in München-Gladbach. Ist das Star Wars Museum, also da sind die Figuren 1:1 und 1:4 ist sogar der AT-AT unten im Schwimmbecken. Und die ganzen Cases, die um ihn herum ach herrlich.
Das ist klar. Das ist Museum, sagt das Wort schon. Und wir sind eine Base, wo wir darüber philosophieren. Und die Figur, Film, Figuren und Theater. So, wir sind immer noch beim Star Wars Tag. So, aber was ich nicht wusste, dass heute auch kommt, war gar nicht angesagt. Also machen wir wieder so eine Art Geburtstagssendung, ne? 40 Jahre Star Wars. Und jetzt gucken wir mal. Also das ist ein bisschen blöd, merkt ihr? Hin und wieder ist Amazon, ne? Ich kaufe ja auch noch. Ah, herrlich. Wie gesagt, Phil Dahlrichs wird sich freuen. Ne? Yeah, ich habe auch gekriegt. Phil, ich habe auch bekommen. Die Nummer 35, den Snowtrooper. Ich habe ihn auch bekommen. Ach, herrlich, ich habe ihn auch bekommen. Phil weiß Bescheid, Phil Dahlrichs. Ne? Wunderbar verarbeitet, sieht ja wieder klasse aus. Ach, herrlich, super. Hin und wieder frage ich mich auch, welche Cosplay-Figur ich irgendwann mal mir herstellen sollte. Finde ich nicht schlecht, also. Ne? So, da haben wir noch eine gekriegt. Schauen wir mal. Jetzt fange ich auch richtig an. Zack. Ah, ich liebe Unbox-Videos mittlerweile. Ich komme sofort. Hi. Alles gut. Alles gut, alles wird gut. Ne? Ich bin unterwegs. Nee, ich will gar nichts. Hatte ich vorhin, ne? Und dann musste ich unterbrechen. Wie gesagt, sie ist auch gekommen. Die große von Sideshow, 30 cm mit BBA dabei im Größenverhältnis. Die kommt auch, ist mir gerade angekündigt worden, die kommt aber erst am 7.5. Dann ist der Force Day natürlich vorbei. Ne? Wir hatten heute unseren Force Day, wir hatten unsere Gemeinschaft, wir hatten unseren internen Feiertag, wir hatten viel Besuch hier. Ihr hattet den Schauspieler gesehen, der auch, wie gesagt, zur anderen Truppe auch, die gehören alle zu Filmpool. Filmpool ist ja die Filmgesellschaft, die im RTL-Bereich die Serien macht. So, diese Schauspieler sind halt auch hier. Wir arbeiten ja nun mal dafür. So, die Nummer 02 ist halt auch gekommen. Rey mit ihrem BB-8. Ne, BB-A. BB-8. Ne, Rey. So, es sind also, es kommen noch, aber hat nichts dann mit diesem Tag zu tun. Am 25.05. bin ich gespannt, wie viele neue Figuren bis dato hier angekommen sind. Da werden sicherlich einige sein. Und dann wird die Sendung gemacht, also über die neuen Figuren. Dann werden wir sie halt nochmal sprechen. Vielleicht haben wir sie dann also auch schon aus dem Case genommen, was ich wohl nicht annehmen werde. Weil sie sind zwar wunderschön gemacht, sie sehen der Schauspieler und sich auch ziemlich ähnlich. Sie sind gut verarbeitet, also die Black-Serie. Die Black-Serie ist an sich eine sehr gute, die kann ich wirklich empfehlen. Ihr wisst ja, wo ihr einkaufen könnt. Bei mir werden die jetzt 10 Tage an die Wand genagelt. 10 Jahre, nicht 10 Tage. 10 Jahre an die Wand genagelt. Und dann wollen wir mal weitersehen, was in 10 Jahren solch eine Figur Wert hat. Wenn es keinen Wert hat, dann haben die wenigstens mich 10 Jahre erfreut. Also es werden eine Menge kommen. In verschiedenen, die werden also vorher sich angesehen, ob die auch noch was aussehen, weil irgendwelchen, es gibt so viele mittlerweile auch von der Black Serie, die uns nicht gefallen haben, die wollen wir nicht, ich auch nicht und wie gesagt, bin stolz drauf, dass einige gute Exponate dabei sind, dass das alles auf eine Art wirkt, die Wand ist schon momentan halbwegs voll, die wird noch voller, es muss komplett umgeändert werden, es muss komplett sich was Neues ausgedacht werden, dass diese Figuren zum Tragen kommen, Vitrinen etc., alles muss her. Ja, wir haben Zeit. Also am 25.05., wenn der Film 40 Jahre alt wird, Episode 4, dann wirklich 40 Jahre auf der Schmiede hat und auf der Leinwand zu sehen war und Los Angeles sein große Film Geburtstag feiern wir mit. Und dann machen wir, wie gesagt, eine tolle Serie, einen tollen Film. Irgendwas Schönes werden wir uns einfallen lassen. Ja, und dann haben wir dann nochmal volle 10 Jahre Zeit, um den großen, großen Abschluss machen. 50 Jahre Star Wars. Und wir wollen hoffen, und ich persönlich auch, dass Star Wars dann noch in aller Munde ist. Ne? Und nicht vergessen, die Bilder, die da hinten von Rupert, ne? Habe ich ja erklärt, die lasse ich jetzt da hinten halt rauf und runter laufen. Ne?
Ja, er macht unheimlich tolle Bilder. Das, wie gesagt, ist wunderbar gemacht und sieht wunderschön aus. Auch BWA ist gut verarbeitet. Aber, wie gesagt, es bleibt in Case, bleibt die Figur. Ne? So, und da bleibt die jetzt drin. So, jetzt verabschiede ich mich. Für mich ist der Geburtstag gelaufen. Lehne mich jetzt zurück, gucke Rogue One in 2D. Werden wir jetzt Rogue One genießen, auch die Zusatz-CD. Und dann ist der Tag heute auch vorbei und dann ist auch erstmal mit den ganzen Videoclips Schluss. Dann ist das erstmal durch. Rogue One ist da, die Figuren sind da. Wir haben unseren First Day, wir haben hier unser Geburtstag. Der ganze Monat Mai, der ganze Monat Mai ist bei Walt Disney unter dem Namen Star Wars. Genau. Ich werde auch gleich erstmal bei Disney reinschauen, noch eine Folge von Rebels gucken und dann erst werde ich Rogue One mir ansehen. Wie gesagt, in 2D. Und ja, 3D habe ich gestern, aber bin ich eingeschlafen, war ich so müde. Heute mache ich es halt mal in 2D. Mal schauen, wie weit ich komme. Mir gefallen die Filme, mir macht es Spaß, jederzeit reinzuschauen. Und ich freue mich an dem Tag, wo der ganz große Marathon abgeht von 1 bis 9. Ja, und dann noch die Zwischensparts da. Kann ja sein, dass, nee, zwischen 9 glaube ich nicht, dass die noch einen zwischenpacken. Wir wissen es nicht, kann ja passieren. Also wenn Han Solo da Rekorde bricht nächstes Jahr, dann kann es sein, dass sie dann noch einen Han Solo da zwischenbasteln oder so. Ja, wer weiß. Vielleicht wird Han Solo so ähnliches wie Harrison Ford in seinem Indiana Jones. Wer weiß. Ne? Und Indiana Jones ist leider auch das Jahr 2020 verschoben worden. Aber egal. Wir werden uns den trotzdem angucken. Wir haben ja jetzt volle 10 Jahre und wir haben in den 10 Jahren so viel Guardians lief heute Morgen an. Ja? Guardians 2. Also schätzungsweise könnte man da auch reingehen, aber ich zum Beispiel warte immer ein halbes Jahr, bis ich die dann auf Blu-ray und dann gucke ich halt wie gelernt. Zu Hause, wenn ich Glück habe, bekomme ich die dann auch nochmal in 3D, 2D, Steelbox und so. Das sammle ich ja auch, weil gefällt mir halt, Filme zu sammeln. Und zu gucken, wie gesagt, irgendwann wird alles verkauft, wie hier die Ray auch, aber im Moment nicht. Ihr könnt günstiger einkaufen bei Amazon und dann, ne, habt ihr viel Spaß. Ja, viel Spaß in der Bank. Ne? Macht's gut, viel Spaß beim First Day, ein Jahr später.